Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video stehen sich der Armor Kraton 6S und der brandneue Draxa Sledge gegenüber. Ob der Sledge wirklich nur eine teurere Kraton-Kopie ist, das klären wir jetzt. Wenn euch das folgende Video gefällt, dann lasst uns gerne ein Like da. Und wenn ihr keine News und keine Infos mehr verpassen wollt, dann folgt uns auf Facebook und auf Instagram und abonniert uns auf YouTube. Wir haben uns heute mal ganz bewusst für die Nicht-EXP-Variante des Kraton entschieden. Sprich, das, was jetzt hier steht, ist das ganz normale RTR-Modell mit Spektrum-Motor, mit Spektrum-Regler, so wie er out of the box kommt. Beide Modelle sind nicht verändert, noch keine Tuning-Teile oder ähnliches verbaut, dass man hier natürlich mal ein ordentliches Fazit ziehen kann. Was uns und mit Sicherheit euch auch nicht verborgen geblieben ist, kurz vorm Release vom Sledge und auch jetzt in letzter Zeit noch, geht natürlich sehr viel um, dass der Sledge einfach nur eine extrem teure Kopie von Kraton ist. Dass das Ganze so im Detail nicht stimmt, klären wir jetzt gleich, beziehungsweise zeigen euch einfach mal, wo die Unterschiede liegen. Teilweise muss man da auch wirklich schon sehr ins Detail gucken, aber die Aussage Kopie ist unserer Meinung nach nicht gerechtfertigt. Wir fangen einfach mal an. Beide Modelle haben einen annähernd identischen Radstand und eine annähernd identische Spurweite. Was allerdings auffällt, man sieht es hier, nachdem beide schon relativ schön dastehen, unser Kraton steht um einiges höher als unser Sledge. Wenn wir die Karossen nebeneinander stellen, es täuscht jetzt nicht durch diese Karossen selber, weil die Karosserie von Kraton selber an sich ist hier schon höher wie die vom Sledge, dennoch ist der Sledge natürlich etwas tiefer. Hat jetzt auf der einen Seite ein bisschen Vorteile, ein bisschen Nachteile. Klar, beim Kraton habe ich ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Dafür habe ich bei meinem Sledge natürlich einen etwas tieferen Schwerpunkt, wodurch er, was das angeht, ein kleines bisschen besser auf der Straße liegt. Den nächsten Unterschied, relativ klein, aber ich denke nicht ganz ungefährlich. Armer hat einmal hier vorne die Skidplate im Karosseriebereich ausgeschoben. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Frontaufschlag habe, geht meine Kraft auf die Skidplate bzw. unter das Modell. Bei Draxas deckt die Karosserie die Skidplate hier vorne noch mit ab. Das heißt, im dümmsten Fall kriege ich den Schlag auch hier noch mit direkt auf meine Skidplate. Was man jetzt auch wieder dazu sagen muss, das ist jetzt natürlich nur Karosserie. Bei unserem Kraton habe ich meine vordere Skidplate, ich sag mal, verhältnismäßig wenig festgemacht. Ich habe jetzt hier unten 1-2 Schrauben und ich habe einmal hier vorne 1-2 Schrauben, die dann in mein Bulkhead gehen. Damit ist die vordere Skidplate gehalten. Bei Draxas hat man gesagt, klar, ich möchte zum einen hier meine 1-2 von vorne und habe dann hier von unten aber nochmal 5 Schrauben. Also von dem her, die Fixierung der vorderen Skidplate wirkt bei Draxas im Ganzen etwas stabiler. Der nächste Unterschied fällt uns jetzt auch gleich auf. Wir haben mit Absicht mal die Karosserie noch nicht gelöst. Bei unserem Kraton habe ich mein typisches Splint-System. Klar, gesichert mit Gummibändern an der Karosserie, kann ich runterfallen. Draxas hat sein Clipless-System weiterentwickelt. Ich habe jetzt hier hinten einfach 2 Clips, lang einmal drunter, kann die Karosserie nach vorne runternehmen. Dasselbe natürlich in umgedrehter Reihenfolge. Draufgesetzt, bei meinem Kraton müsste ich jetzt hier anfangen und müsste hier wieder meine Karosseriesplinte reinfriemeln. Von dem her auch hier ein ganz klarer Unterschied. Wenn wir die Karosserien runternehmen, geht es hier auch gleich weiter. Bei unserem Kraton haben wir einmal einen, ja, ich sag mal, Überrollbügel, der fix auf dem Chassis montiert ist. In der Karosserie selber habe ich jetzt keinen Käfig, dafür habe ich allerdings an den Scheuerstellen bei der Karosserie nochmal meine Aufkleber. Das ja, an so bestimmten Punkten, wo die Karosserie beim Fahren am Chassis scheuern kann oder eben auch hier an den Auflagepunkten, wo dann meine Karosseriesplinte drüber sind, dass mir davon innen nicht der Lack durchgescheuert wird. Draxas hat das Ganze etwas anders gelöst. Die haben jetzt auf dem Chassis selber keinen Überrollbügel. Nachdem sie aber eh das Clipless-System in der Karosserie einbauen müssen, hat Draxas einen inneren Käfig direkt in der Karosserie mit eingebaut. Geht dann auch so weit. Sorry. Dass dieser Käfig nicht einfach nur durch das Lexan geschraubt ist, sondern dass ich hier oben eben auch wirklich richtig dicke Kunststoffgegenplatten habe, dass mir die Schrauben nicht ausreißen. Und falls ich mal auf dem Dach lande, habe ich hier natürlich auch noch meine Dachskidplate. Von dem her nicht verkehrt. Macht, ja, meiner Meinung nach hier eigentlich schon mal wirklich einen deutlichen Unterschied. Karosserien tun wir jetzt einfach mal beiseite.
So, dann geht's weiter. Armer setzt beim Createn, ich drehe das Ganze mal hier kurz rein, auf A-Arms und auf ein Pivot-Ball-System bei der Aufhängung. Traxas hat jetzt auch beim Sledge, beim Erevo war es auch noch eine Pivot-Ball-Aufhängung, hat jetzt beim Sledge auf C-Hubs gesetzt. Kann im Ganzen mehr Kraft ab, ist auch etwas zuverlässiger. Beim Createn die Pivot-Ball-Aufhängung funktioniert auch, kann aber im dümmsten Fall auch mal passieren, dass mir die Pivot-Balls irgendwie hier bei einem harten Schlag rausfloppen, dass ich dann da nochmal irgendwo nacharbeiten muss oder das Ganze natürlich irgendwann ersetzen muss. Weil wir gerade schon mal bei den Skidplates waren, nachdem jetzt die Karossen unten sind, sieht man es natürlich etwas besser. Mit wem fange ich an? Fangen wir mal mit dem Createn an. Beim Createn ist die komplette Skidplate nach vorne relativ lang gehalten. Das heißt, wenn ich hier vorne einen Schlag drauf kriege, ist hier natürlich ein relativ großer Hebel in Kombination mit den wenigen Aufnahmepunkten, die ich euch gerade gezeigt habe. Bei Traxas ist das Ganze möglichst kompakt gehalten. Sprich, ich habe hier vorne wirklich nur einen möglichst kurzen Ausleger für meine Skidplate und dann natürlich doch einige Aufnahmepunkte mehr. Was mir beim Createn wesentlich besser gefällt wie bei Traxas, könnte man bestimmt noch nachrüsten oder dann eben komplett Dämpfersocken drüber ziehen. Unser Createn kommt ab Werk mit Dämpfersocken für die Kolbenstangen, sowohl an den vorderen als auch an den hinteren Stoßdämpfern. Hat Traxas jetzt drauf verzichtet. An der Hinterachse hat man es anders gelöst, da kommen wir aber gleich noch dazu. So, man sieht natürlich auch, einmal bei Armer sind meine Querlenker und A-Arms offen. Das heißt, ich kann hier einmal durchgucken. Traxas hat hier ab Werk einmal noch auf zusätzliche Platten gesetzt, die man reinschrauben kann. Man kann sie auch rausmachen, also sie sind nicht fix drin, sie sind nur geschraubt. Geben dem kompletten Querlenker nochmal etwas mehr Stabilität. Und gerade beim Bashen ist man ja wirklich froh um jedes bisschen Haltbarkeit, um jedes bisschen Stabilität, was man dazu kriegt. Was uns auch als allererstes mit aufgefallen ist, ist, dass Traxas hier von den einstellbaren Sturz- und Spurstangen weggegangen ist. Das heißt, ich habe jetzt hier richtig dicke Kunststoff-, Sturz- und Spurstangen, sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse, sind dementsprechend nicht mehr einstellbar. Ich habe aber natürlich einmal an meinem Shock Tower hier verschiedene Aufnahmen, wo ich das Ganze dann nochmal einstellen kann und habe auch hier außen dran an meinem C-Hub, an meinem Träger nochmal verschiedene Aufnahmepunkte. Gleiches gilt auch für meine Spurstangen, also nicht nur für die Sturzstangen, sondern auch für die Spurstangen. An der Hinterachse das Ganze nochmal genauso. Bei Armer, dadurch, dass wir hier eine Pivot-Ball-Aufnahme haben, können wir die Pivot-Balls natürlich rein- und rausschrauben und haben dann bei Armer eben die Möglichkeit, hier mit so kleinen Unterlegscheiben zu arbeiten, wodurch ich dann hier natürlich auch nochmal meinen Radsturz einstellen kann. Was jetzt meine Spurstangen angeht, ich zeige es euch mal von hier, sind aus Metall mit Kunststoff-Rod-Ends und sind einstellbar. Allerdings, ich wage es fast zu behaupten, auch wenn man sich mal so die Stärke von beiden anguckt, ich habe ja hier meine einstellbaren Spurstangen, hier hinten verstecken sich die von Traxas, auch wenn die von Traxas aus Kunststoff sind, sie werden ihren Dienst tun. Und der ganz große Vorteil ist, wenn ich doch mal irgendwo einen Einschlag habe, wenn ich einen Unfall habe, Traxas bewirbt es ja auch, die werden sich definitiv nicht verstellen, sie können sich auch nicht verstellen und sie werden sich nicht verbiegen. Entweder sie gehen wieder an Ausgangsstellung zurück, wenn es nicht zu stark war, oder sie brechen. Bei denen hier habe ich natürlich irgendwann das Problem, dass mir entweder meine Rod-Ends ausreißen oder dann eben auch die Spurstange selber verbiegen kann. Gerade weil die auch für meinen Geschmack relativ dünn gehalten sind. Beim Createn kriege ich out of the box direkt vorne und hinten einen Stabi-Satz mit verbaut. Das heißt einmal hier und an der Hinterachse einmal hier. Bei Traxas, wir sehen es schon, ab Werk ist hier noch nichts verbaut, wir haben aber eine Vorrichtung dran. Den Stabi-Satz selber kann man sich nachrüsten, wenn man das möchte. So, was auch noch ein ganz großer Knackpunkt ist und was man nicht sieht, die Differentiale. Traxas hat beim Sledge unwahrscheinlich große Differentiale verbaut, die sind um einiges größer wie die aus unserem Createn. Was natürlich auch die Möglichkeit bietet, dass wir im Traxas ab Werk grundsätzlich schon wesentlich steiferes Öl fahren können. Wenn ich jetzt einfach mal gucke, wenn ich das Modell hochhebe und ich belaste mal das Mitteldifferential,
kann ich hier ohne Probleme die Hinterachse in eine Richtung drehen mit beiden Rädern. Dann macht mein Mitteldifferential auf und mein Motor dreht sich. Wenn ich das Ganze bei dem Sledge probiere, dreht sich alles, nur nicht der Motor. Das heißt, dadurch, dass unser Creighton mit kleineren Differentialen kommt, haben wir hier vorne und hinten in den Differentialen 10.000er Öl drin, im Mitteldifferential sind 100.000 drin. Bei unserem Sledge haben wir vorne und hinten 50.000 und in der Mitte haben wir 20 Millionen. Also von dem her, das sind schon ein bisschen Unterschiede. Problem an der ganzen Sache ist, ich kann natürlich meine Differentiale von meinem Creighton aufmachen, kann da dickeres Öl reinfüllen. Das Problem ist, das geht bis zu einer gewissen Grenze gut. Wenn ich aber irgendwo in die Bereiche will, wo sich der Sledge bewegt, werden meine Differentiale sehr schnell Karies bekommen. Sprich, ich kriege Zahnausfall, muss dann auch irgendwo meine Differentiale austauschen. Und das ist auch so unserer Meinung mit der größte Knackpunkt, weil wenn ich jetzt sage, ich rüste jetzt die Differentiale von meinem Creighton auf, dass die wirklich auch diese Belastungen abkönnen, dann bin ich da ganz schnell mal so mit 70 Euro pro Differential dabei. Und dann ist natürlich auch schon wieder der Preisvorteil von momentan so roundabout 160 Euro dahin. Von dem her, das habe ich vorhin gemeint mit, das Ganze steckt so ein bisschen im Detail, man sieht auch nicht alles. Aber jetzt genug davon. Beide, Traxxas hat auf seine Kunden gehört, setzen inzwischen auf Servos mit Metallgetriebe. Wir haben bei Traxxas einmal hier einen ganz neuen 2275 Servo sitzen mit Metallgetriebe, bis zu 35 Kilo Stellkraft. Bei unserem Armor Creighton versteckt sich hier einmal, wie auch bei der restlichen Elektronik, unser Spektrum Servo, auch hier natürlich Metallgetriebe, auch hier wasserfest. Beide haben Alu-Servohorn, von dem her auch da auf Haltbarkeit gesetzt. Akkufach. Akkufach ist ja mal so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Was ich sagen muss, was mir beim Creighton sehr, sehr gut gefällt, ist die Flexibilität. Das heißt, ich habe hier einmal mein Akkufach, das Ganze wird mit Klettbändern festgemacht. Und wenn es um die Höhe geht, habe ich natürlich hier meinen Akkuhalter, den ich nochmal so ein bisschen nach oben ausfahren kann. Ziehe das Ganze dann einfach mit Klettbändern runter und bin fertig. Das heißt, ich habe hier wirklich ein sehr breites Spektrum an Akkus, was ich reinpacken kann. Nachteil ist, je nachdem, wie hart ich das Modell rannehme, diese Bänder können ganz gerne mal reißen. Ist mir auch schon passiert, muss man sich halt dann was anderes einfallen lassen oder die Bänder ersetzen, je nachdem. Traxxas hat das Ganze Traxxas-typisch etwas anders gelöst. Das heißt, ich habe ein relativ fixes, vorgegebenes Akkufach. Habe hier natürlich so ein bisschen das Problem, dass auch meine Akkuformate vorgegeben sind. Da bin ich also nicht ganz so frei wie beim Creighton. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, okay, ich packe hier meine Akkus rein, mache meinen Deckel drauf, fertig. Jetzt ist es natürlich schon vorgekommen. Man kennt es zum Beispiel vom Max oder vom X-Max. Wenn ich jetzt mal einen kräftigen Überschlag oder ähnliches hinlege, kann es passieren, dass dieser Akkufachdeckel aufspringt. Und dann fliegen natürlich meine Akkus sonst wohin und sind hier überall, nur nicht mehr da, wo sie hingehören, nämlich im Akkufach. Hat man jetzt bei Traxxas relativ simpel gelöst. Ich habe hier einfach einmal, zweimal Splintlöcher, kann da Karosseriesplinter reinstecken, dann geht dieser Deckel definitiv nicht mehr auf. Meine Akkus bleiben da, wo sie bleiben sollen. So. Womit machen wir weiter? Ich hätte gesagt, wir machen mit dem Motor weiter. Armor Creighton, fangen wir einfach mal mit ihm an. Wie gerade schon gesagt, durchgehend Spektrumtechnik verbaut. Auch hier natürlich einmal unser Spektrummotor mit 2050 kV. Traxxas setzt auf seine Velinium-Motoren, hat in dem Fall einen Motor verbaut mit 2000 kV. Motorhalter ist wieder so ein bisschen was Besonderes. Beim Creighton ist der Motor einmal hier vorne an der Stirnseite vom Motor festgemacht. Der ist einmal angeflanscht an unserem Motorträger, hängt hinten frei. Wenn ich jetzt irgendwo einen richtigen Sprung hinlege, der nicht gerade nur 10 cm über dem Boden ist, kann es schon mal vorkommen, dass im dümmsten Fall der Motor hier hinten so stark zu schwingen anfängt, beziehungsweise so stark durchschlägt, dass der hier unten auf der Chassisplatte kurz aufsitzt. Selbst wenn ich das nicht habe durch die permanenten Vibrationen, weil der Motor hier ein bisschen Platz zum Schwingen hat, kann es mir passieren, dass ich hier vorne die Schrauben vom Motorträger lösen, dass ich die regelmäßig mal nachziehen muss. Traxxas hat gesagt, das wollen wir nicht. Ähnliche Aufnahme hatten sie ja bislang auch immer. Ich sage nur E-Revo, war natürlich auch an der Stirnseite festgeflanscht. Traxxas ist jetzt einfach hergegangen und hat gesagt, wir machen jetzt ein System zum Klemmen. So.
Das heißt, der Motor wird einmal hier auf kompletter Breite und auch auf sehr viel von der Länge festgeklemmt, wird damit nicht mehr nur an der Stirnseite gehalten und kann hier natürlich entsprechend auch nicht mehr schwingen und es löst sich auch nichts mehr. Nachdem Trax es auch ein bisschen vorweggedacht hat, haben sie natürlich gesagt, es kann ja auch passieren, dass Leute eine etwas schärfere Übersetzung fahren wollen, da muss man den Motor kühlen. Dementsprechend hier oben auch gleich unsere Aufnahmen für einen 30 mm Lüfter. Also auch da dementsprechend vorgesorgt. Was auffällt, beim Traxas bin ich relativ eingeschränkt, was andere Baugrößen bei Motoren angeht. Ich versuche es euch gerade mal hier zu zeigen. Wir sehen ja, der originale Motor passt hier gerade so wunderbar rein. Und hier nach vorne, wenn es dann zu meiner Lenkung geht, habe ich nicht mehr wirklich viel Platz. Das heißt, so bei dieser Baugröße von Motoren ist dann Schluss. Wenn ich mir das Ganze jetzt beim Creighton angucke, habe ich natürlich hier nach hinten jede Menge Platz. Das heißt, da kann ich extrem viel spielen, da kann ich noch extrem viele andere Motoren reinsetzen. In dem Fall hier natürlich dicker Pluspunkt. Beim Regler selber, es sind beide 6S-fähig, beide Modelle wasserfest. Was so ein bisschen der Unterschied ist, bei dem Traxas VXL 6S Regler habe ich ab Werk eine volle Telemetriefähigkeit. Das heißt, ich setze mir meine Funke noch ein Link-Wireless-Modul und kriege dann sämtliche Werte von Akku-Gesamtspannung, Drehzahl, Reglertemperatur, Geschwindigkeit. So. Spektrum-Firma-Regler, auch telemetriefähig, solange ich von Spektrum auch die entsprechenden Akkus verwende mit IC5-Stecksystem. Allerdings hier Telemetrie nur bezogen auf die Akkus. Das heißt, ich kriege da meine kompletten Akkuwerte angezeigt, Zellspannungen, Zyklen, wie viel Milliampere sind raus. Also wenn ich wirklich Wert drauf lege, zu wissen, wie sehr der Akku belastet wurde bislang, kriege ich hier definitiv meine feineren Werte, was hier auch noch schön ist. Ich kann an dem Regler noch ein kleines bisschen mehr einstellen. Ich kann sowas einstellen wie meine BC-Spannung. Ich kann meinen Punch einstellen. Ich kann auch noch ein paar andere Sachen einstellen. Das Ganze habe ich hier jetzt in diesem Sinne nicht. Kommen wir gerade mal zum Chassis selber. Bei ihm sieht man es jetzt relativ schön, weil hier hinten vom Chassis einiges frei liegt. Wie zeige ich es euch am besten? Wir haben bei Traxas einmal natürlich unser Truggy-typisches Chassis-Design. Traxas hat das Chassis aber wirklich einmal komplett ringsrum am Rand noch abgekantet. Hat hier nochmal entsprechende Auskerbungen drin, was das ganze Chassis natürlich extrem viel steifer macht. Das Ganze haben wir bis zu einem gewissen Grad auch bei unserem Creighton. Das heißt, ich habe hier hinten auch leichte Auskerbungen drin. Ich habe hier am Rand auch meine leichte Abkantung, dass das Chassis eben steifer wird. Aber gerade da, wo es interessant wird, nämlich hier in diesem hinteren Bereich, hören die Abkantungen auf. Finde ich persönlich jetzt fast ein bisschen schade, finde ich bei Traxas besser gelöst. Wenn wir gerade schon beim Chassis bzw. im Mittelbereich sind, wir haben bei beiden nochmal unsere Chassis-Brace oben der Länge nach. Bei Arma setzt man auf eine Runde. Das heißt, ich habe im Endeffekt hier einmal Alugestänge mit einem Rod-End vorne hinten, was dann so jeweils auf Höhe vom Bulkhead festgemacht ist. Bei Traxas hat man gesagt, rund, okay, ist schon ordentlich fest, aber T-förmig ist noch fester. Das heißt, wenn ich mir meinen Traxas einmal hier von der Seite angucke, habe ich hier nicht einfach nur eine runde Stange, sondern ich habe hier unten wirklich eine T-Form, die im Ganzen, schon wenn man hinlangt, wirklich fix verbunden ist. Bei Arma habe ich hier immer noch so ein ganz kleines bisschen Spiel, tun aber mit Sicherheit beide ihren Dienst, wobei die mit Sicherheit etwas steifer ist, etwas mehr Steifigkeit verleiht. Auch in Sachen Chassis Brace hat Traxas noch mal ein kleines bisschen oben drauf gelegt. Wir haben bei unserem Creighton einmal eine Chassis Brace vom Bulkhead hinten runter zum Chassis. Und das Ganze versteckt sich auch noch mal hier im vorderen Bereich. So vom vorderen Bulkhead bzw. im Lenkungsbereich auch nochmal zum Chassis selber runter. Bei Traxas selber haben wir vorne einmal hier eine und im hinteren Bereich habe ich nicht nur hier eine lange, die runter geht zum Chassis, sondern ich habe hier links und rechts auch nochmal zwei kleinere, also im hinteren Bereich sogar gleich drei.
Was auch recht interessant ist, was auch aufgefallen ist, ist die Flügelaufnahme. Flügel selber ist bei beiden ähnlich weich, ähnlich flexibel, was natürlich gut ist, dass uns die Flügel nicht gleich wegbrechen, wenn wir irgendwo auf dem Arsch landen. Was mir persönlich beim Creighton aber nie so wirklich gefallen hat, der Flügelhalter selber geht einmal durch unseren hinteren Shock Tower durch und ist dann im Bereich vom Bulkhead nochmal festgemacht. Das heißt, er ist natürlich zum einen hier durch unseren Shock Tower durchgeschraubt. Ich habe ihn aber hier auch nochmal im Bereich vom Bulkhead festgemacht, wo wir auch schon von Kunden und auch schon in eigener Erfahrung gemerkt haben, dass es im dümmsten Fall sein kann, dass beim Bulkhead hier oben einmal ein Teil ausbricht und dann muss ich das komplette Bulkhead ersetzen. Traxxas hat das Ganze dahingehend auch wieder etwas anders gelöst. Bei Traxxas hat man gesagt, okay, Flügelhalter. Und dann wird das Ganze quasi einmal hier hinten durch unseren Shock Tower durchgeschraubt und geht dann aber entsprechend nicht aufs Bulkhead, sondern geht maximal hier einmal auf unseren Karohalter, beziehungsweise geht hier unten mit an die Chassis Braces ran. Also von dem her, falls da mal was passieren sollte, etwas angenehmer auszutauschen und nicht ganz so aufwendig. Wir haben vorhin gesagt, Hammer kommt ab Werk mit Dämpfersocken für die Kolben, was natürlich die Lebensdauer bezüglich der Stoßdämpfer bzw. deren Dichtigkeit extrem erhöht. Traxxas hat darauf verzichtet, aber man muss dazu sagen, sie haben an der Hinterachse Mudguards angebracht. So, diese Mudguards schützen mir eigentlich alles, was hier hinten wichtig ist. Die schützen mir zum einen unsere Antriebswellen, die schützen mir zum anderen hier noch ein bisschen unsere Sturzstange und was ganz wichtig ist, die sind hoch genug, dass sie uns auch unsere hintere Kolbenstange vom Stoßdämpfer schützen. Sprich, wenn ich jetzt fahre und die ganzen Steine, die mir meine Vorderachse nach hinten schmeißt, landen hier am Mudguard und nicht direkt auf meiner Kolbenstange, was natürlich da dementsprechend Kratzer und Macken auf der Kolbenstange bis zu einem gewissen Grad verhindert. Auch wenn beide Modelle auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr, sehr identisch aussehen, klar, es ist nun mal die aktuelle Truggy-Bauform, haben wir jetzt wirklich gesehen, wenn man im Detail hinguckt, gibt es doch einige gravierende Unterschiede, was Traxxas anders gelöst hat. Von dem Punkt her, meine ganz klare Meinung, es handelt sich nicht um eine Creighton-Kopie. Bleibt natürlich noch die Frage für die Leute, die vor der Qual der Wahl stehen, welchen von beiden soll man kaufen? Creighton momentan 160 Euro günstiger wie der Sledge im Einstieg. Man muss natürlich überlegen, was möchte man haben. Wenn ich jetzt sage, ich betreibe das Modell moderat, kann ich bedenkenlos zum Creighton greifen. Wenn ich jetzt sage, ich will das Modell wirklich mit 6S an der Leistungsgrenze betreiben, will damit bashen, will damit springen und ähnliches, kann es natürlich vorkommen, dass ich vielleicht auch mal meine Differenziale überarbeiten muss. Und wenn ich mir dann für ihn komplett 3 Differenziale zulegen muss, um die zu überarbeiten, dann bin ich preislich sogar über den Einstieg vom Sledge. Von dem her da vielleicht mal ein bisschen mit dran denken. Dementsprechend kann ich jetzt auch grundlegend eigentlich gar keine heutige Kaufempfehlung aussprechen, weil mir einfach beide saugut gefallen, weil sich beide richtig gut fahren lassen und weil beide auch ihre definitiven Pros haben. Ich schnappe sie mir jetzt einfach beide, stelle sie in den Kofferraum und nehme sie mit heim. Und dann gucken wir, was passiert. nein, Spaß beiseite. Wenn ihr noch Fragen zu den Modellen habt, egal ob Sledge oder Creighton, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir fachsimpeln ein bisschen mit euch drüber und klären die Fragen.